Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge U-Boat. Jo, wo fangen wir am besten an? Ja, ich würde sagen, es wollen noch zwei Leute mit. Die können wir mal eben hier umbenennen. Und zwar einmal ist es Firefox, der Jute. Und dann haben wir noch... ich muss das nochmal markieren hier. Rini. Auch dir. Willkommen an Bord. Aber wir könnten noch zwei Offiziere machen. Wir haben 6 Ansehenspunkte. Und ich würde mal sagen, wir speichern. Und checken mal, wer ganz gut ist. Wir sind hier mittlerweile im Patch Nummer 5. Aber die letzten zwei Patches waren, glaube ich, nur so kleine Dinge. So, dann ist jetzt die Frage, wen nehmen wir mit? Wen könnten wir gebrauchen? Fangen wir mal mit Wolfgang Petri an. Also Befehlshaber, was kannst du denn? Du bist ein Händler, braucht man nicht. Du fließt schon mal raus, sorry. Waldpfanne, Beförderung. Als... Dingens, kannst Spanisch. Brauchen wir nicht, haben wir schon. Fließ auch raus. Wolli. Gute Beziehung. Er kann alle Aufgaben im Hauptquartier machen. Ja, dann würdest du wahrscheinlich sogar im Hauptquartier bleiben, wa? Also Wolli, Hauptquartier. Dann würden wir den aber wahrscheinlich umbenennen. Gegen anderen wieder mitnehmen. Vincent. Bunker. Bisschen Läufer. Wäre ganz gut. Ich glaube, Vincent, du bist unser zweiter Funke. Dann brauche ich noch einen guten Atem nehmen. Eigentlich egal. Befehlshaber. Und ganz Französisch. Haben wir noch einen Punkt? 2, 3, 4, 5, 6. Die beiden. Wodi Harbo und Vincent. Weil Wodi halt einfach alles erforschen kann. Und Vincent als Funker wäre ganz gut. Jo. Dann laden wir mal eben. Ah, geht ja nicht schnell, denke ich. Lieber schneller als bei Fallout London. Oh. Bei der Crew, die man hat, von Anfang an, sind die Werte quasi fest. Wenn ich jetzt hier nämlich sage, du bist Befehlshaber, Wolli, dann bäm, hier, gute Beziehung. Wenn ich jetzt sage, Vincent, bäm, du bist unser nächster Funker, zack, er wird Läufer. Dich nehmen wir aber leider nicht mit an Bord, du bleibst im Hauptquartier. Dafür wird jemand anders Wolli Harbor. Habo. Nicht Habo. Habo. Wir nennen dich Bobby Stana. So. Das ist nämlich auch ein schneller Typ hier. Sprechen. Was hat er denn da reinkopiert? Okay. Bo. So. Will hier alles genau durchdacht werden hier. Und deswegen nochmal im Speichern. Das ist zurzeit nicht nötig, den Spielstatus zu speichern, bis wir vor Ort sind. Was? Speicher hier drüber. Okay.
fangen wir mal oben an hier. Firefox. Mir fehlt aber. Was kannst du denn? Portugiesisch. Hm. Jemand, der Englisch spricht, den können wir wohl noch gut brauchen. Ich will die mal einmal durchtesten hier. Französisch. Du kannst hart im Nehmen sein. Hm. Olaf. Oh, ich habe keine Punkte mehr, oder was? Doch. Hart im Nehmen. Hm. Nee. Das ist nix. Wir müssen hier halt alle mal ein bisschen durchtesten. Nützt ja nichts. Ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, als die Emi zur Weißglut zu drängen. Die dann Emi auszusortieren. Ich schaff das irgendwie nicht, dass sie durchdrehen. Keine Ahnung. Bei mir funktioniert das nicht. So, Rini war der nächste, ne? Den haben wir. Händler. Hm, brauchen wir nicht. Freunde. Hart im Nehmen. Finde ich irgendwas Gutes? Ich glaube, du bist noch ein Standardtyp, Stefan. Französisch. Haben wir nicht einen, der Englisch spricht, ne? Auch hart im Nehmen. Können wir die hier noch einmal durchtesten? Aber wenn wir einen hätten, der Englisch spricht, wäre das ganz gut. Ne? Aber wir haben hier mal der Spanisch kann. Die Läufer für die Funker sind ganz gut wegen lebensrettende Maßnahmen und so. So, Erwin, was kannst du denn? Ist auch Händler. Gustav. Portugiesisch. Warum können die alle kein Englisch? Ich sehe Gustav. Atem nehmen. Willy. Läufer. Ein, zwei Mal laden noch, dann haben wir es gleich, Leute. Könnt theoretisch gleich auch mal gucken, was die Patch Nummer 4 und Nummer 5 gebracht haben. Okay, bei Patch Nummer 4 waren es, glaube ich, echt nur so Kleinigkeiten, aber jetzt Patch Nummer 5. Was stand das jetzt nicht? So, Willi. Hart im Nehmen. Wolfgang. Bisschen Läufer. Ja, dann ist es theoretisch sogar egal, ne? General. Dich hatten wir, glaube ich, noch nicht, ne? Du bist auch ein Läufer. Dann ist es, glaube ich, echt egal, wer das macht. Hm. Dann lade ich nochmal und mach das einfach random. Dann haben wir es auch gleich. Dann checken wir mal, welche Missionen wir haben. Checken wir mal die Kombüse. Falls da keine guten Missionen bei sind, gibt es erstmal genommen. Ansonsten geht's weiter. Mal sehen. Oh, wer von euch macht denn das? Enemu und auch bist du. Ob bist du noch lange nicht? Sag mir erst, wie ein du bist. 3. Ja. Freunde, herzlichen Glückwunsch. Sie sind unser hart im Leben Befehlshaber. Juhu. So, dann haben wir die 7 Leute. Dann kommen noch 3 Leute wieder mit. So, dann haben wir das. Juppie. Und wir können mit der Forschung anfangen.
Was brauchen wir denn als erstes? Die Batterien könntest du erforschen, ne? Ja. Ja, die können wir hier einbauen. So, dann checken wir jetzt erstmal die Gemüse. 60 Kartoffeln, ein bisschen Kram. Ihr beiden habt keine Lust zu arbeiten oder was? Ich würde ja gerne verschieben. Ne? Der Wolf war unser Händler, genau. Sehen Sie sich die Lagerbestände? Ja, gib mal ein bisschen Zeug. Nimm nochmal 5 damit. Ein bisschen Brot hier. Ein bisschen Wurst. Ein bisschen Gemüse. Ja, passt nicht ganz. Das Ding ist voll. Das Ding ist voll. Das ist mal ja. Das ist okay. So. Checken wir die Aufgaben. Oder im Fachjargon die Missionen genannt. Ihr Verbindungsoffizier, um die Befehle vom BDU weiterzuleiten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, wir könnten auch das hier sogar machen. Zusätzlicher Einsatzbefehl 2. Ne, können wir nicht. Uns fehlt ein Ansichtspunkt. Ja, dann ist egal. Dies sind aktuelle Einsatzbefehle vom BDU. Streng geheim. Okay, Angriff auf Scamper Flow, Bergung einer Enigma. Da kriegen wir den Taucheranzug. Wir haben einen Taucher. Das will ich noch nicht machen. Das ist eigentlich ziemlich easy. Da kommen wir auch hin. Hätten wir das nämlich schon mal fertig. Dann können wir beim nächsten Mal auch direkt fragen hier nach. Gib mir mehr Missionsauswahl. Ja. Das machen wir. Ich bin zwar nicht ganz so glücklich. Herr Kapitän? Was benötigen Sie, Herr Offizier? Sehen Sie sich die Lagerbestände an. Aber da müssen die einfach mit klarkommen. So. Dauert 19 Minuten. Das ist ein Stück Gemüse gewesen, Leute. Halbe Fahrt voraus. Komm, Männer, wir testen unser neues U-Boot. Von mir. Ich hoffe, er ist rausgekommen. Wie haben Sie ihn kennengelernt? Er kommt aus demselben Dorf wie ich. Wir haben den Kontakt verloren, nachdem er es verlassen hatte, um zu studieren. Vor ein paar Monaten habe ich erfahren, dass er auch der Kriegsmarine beigetreten ist, nachdem der Krieg ausgebrochen ist. Wir trafen uns vor ein paar Wochen in einer Kneipe. Ist der Sound hier lokalisiert? Also habt ihr das mitgekriegt? Also wenn ich hier rüber schwenke, der Sound hier ist. Wenn ich hier rüber schwenke, ist der Sound hier. Nee. Okay. Ja. Kann man so gelten lassen, mal. So, bevor jetzt aber noch irgendwas passiert. Darf ich speichern? Ah, oh, ich darf speichern. Wow, danke. Wenn wir wiederkommen, gibt es neue Batterien. Ob die sich jemals erholen? Ich habe keine Ahnung. Wie weit kommen wir? 6300. 145 Grad. Ich könnte etwas Hilfe bekommen. Ja, wäre eigentlich ganz geil, wenn die sich mal erholen könnten. Außerdem brauchen die noch andere Klamotten. Wieso rennt hier einer mit seinem rosa T-Shirt durch die Gegend? Das will euch nicht in Ordnung. Danke. Aber die sind doch an Bord, ne? Ja. Das ist erstmal Schirmmütze Offizier. Wunderbar. Wichtiger. Eifel.
Dann kriegst du... das Ding. Okay, dann siehst du zwar aus wie German Lord FX. Naja, dann kriegst du einen anderen. Und die... wen haben wir noch? Vincent. Ganz wichtig. Bis jetzt Offizier, brauchst du Pfeife. So. Das ist ein schwarzer Pulli. Bastard. Kannst du mal bitte hier hineinfahren? Kurs auf diese Koordinaten setzen. Noch theoretisch mal von der Seite kommen, oder? Kurs setzen. So Leute, die Reise beginnt. Müdigkeit, ja, und hier, weil ich verbraucht in 35 Tagen, weil zwischendurch einer Karten spielt, was hat schon. Ah, wir kommen locker hin und her. Ich verrege das schon. Herr Kaloyan, wir befinden uns in flachen Gewässern. Ja, schön, danke. Ja, dann cruisen wir da mal hin. In 30%. Wow. Melde mich zum Dienst. Los geht's. So, Englisch. Du bist der Funker, bleibst da. Du bist der zweite Befehlshaber. Aber wir müssen ihn noch einstellen. Dienstpläne. Funker. Du bist jetzt Funkmat. Machst bitte das auf 9, das auf 19, dankeschön. Freunde, Obersteuermann, Land, nein, du bist erster Offizier. Guckst aber, nimm gerne mit auf die Karte, das auch Karten spielen. Ja. Beruhigen. Dürftest du theoretisch auch. Du darfst sogar oben auf der Brücke stehen, ne? Aber eher schlecht als recht. Ja. Ja, so ist das in Ordnung. Glaube ich. Müssen wir mal testen. Müsste da nicht ganz gut passen. Jawohl, weiter geht's. Melde mich zum Dienst. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches ja, Ziel da haben wir jetzt gerade nichts mit zu tun. Ne? Na, und hängt die ganze Zeit in der Kombüse, weil die halt alle ziemlich angefressen sind. Aber wartet mal, wo wir gerade beim Thema Kombüse sind. Nein, das wollte ich gar nicht. Geh weg da. Wir haben noch eigentlich genug zu essen am Morgen. Nee. Jetzt sehen wir uns, glaube ich, nach. Jetzt sehe ich. Da müssen wir weg. Und jetzt sehe ich. So. Das reicht für 14 Tage. Jetzt müsst ihr die Moral wieder nach oben pushen. Vollständig. In 167 Tagen. Aber wenn zwischendurch nochmal einer Karten spielt, dann passt das. Ja.
Da habe ich euch ja nicht erlaubt, dass ihr das macht. Nee, ich glaube, das ist nicht gut. Ne? Das 0 0 Günther guckt nur die Kalorien. Na, dann geht ihr nämlich Karten spielen. Ja, passt das so. Zeit für eine Auszeit. Wir wurden von einem nahegelegenen U-Boot über ein mögliches Ziel in diesem Gebiet informiert. Uns wurde von einem verbündeten Boot ein mögliches Ziel in unserer Nähe gemeldet. Melde mich zum Dienst. Ich bin sehr müde. Das ist schön. So, Moral ist schon wieder bei 80%. Jawohl, weiter geht's. Genau, so will ich dann hören. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Herr Kaloy, wir befinden uns in flachen Gewässern. Ja, lass mich mal eben speichern hier. Ist eine komische Hund da draußen, der immer so laut Hals bellt. Meine, ich hatte ja so einen ganz schiefen, hohen Ton drauf. Geht dann so 2 Stunden wie das immer. Ich habe keine Ahnung, was für ein komischer Köder das hier in der Gegend ist. Ich dachte erst, er wäre so ein abgefuckter Vogel, aber... Ich glaube, das ist irgendein dummer Hund, ne? Wenn er jetzt richtig bei ihm würde, buff, buff, aber... Soll man die ganze Zeit auf so eine Ratte tritt? Ja, ich soll nicht meine. Kurs setzen. Aber wenn so Autoreifen bremsen, wenn die so quietschen, und die Bremsen vom Auto so... Kurs auf diese Koordinaten setzen. Oh Mann, das wird ernst. Alarm! Alarm! Auf Gefechtsstationen! Los geht's, Männer! Lasst uns einige Schiffe versenken! Auf E-Motoren wechseln. So, nein. Du gehst schon mal dahin. Du gehst auch dahin. Du gehst an den Torpedorechner. Ich benötige hier zwei Leute Unterstützung dazu. Und du kriegst deine 2 Leute dazu. So. Kurs setzen. Und dann nehmen wir uns diesmal von der Seite. Langsame Fahrt voraus. Ah, ist das ein schönes U-Boot. Ein bisschen kleiner, aber okay. Kurs setzen. Wrack. 25 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Feindliche Kriegsschiffe in Sicht. Peilung 5 Grad. Kurs auf diese Koordinaten setzen. So, dann haben wir hier so ein Ding. Machen Sie eine Schusslösung. Die könnten wir eigentlich nur kriegen, wenn wir, naja, Magnetzünder benutzen, ne? Aber da wir uns schön von hinten nähern, dürfen die uns auch nicht hören. Kleine Fahrt voraus. Ermitteln Sie eine Schusslösung. T1, T1, T1. Wir sind aber noch ganz schön weit weg. Wir speichern hier nochmal. Tor 1 bewässern. Zielposition. Okay, der erste bei 40 Knoten. Wir müssen da schon viel näher ran.
Kilometer. Aber wie tief ist das Ding? 4,3. Ja, 4,5 Magnetzünder. Alle Maschinen stoppen. So. Das ist auch eigentlich eine gute Position. Wir checken die Werte nochmal. 100%, wunderbar. Magnetzünder. 5 Meter, 40 Knoten. Los! Raus damit. Vor zwei Bewässern. So, 44 Knoten. EF-Klasse 3,2. Muss eigentlich bei 4 Meter sein, ne? Magnetzünder. Rohr 2 bewässert. Los! 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. So, dann will ich mal hoffen, dass die ihr Werk tun. 30 Sekunden. Dann gibt's vielleicht einen schönen Doppelwumms. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag. 20 Sekunden. Wenn nicht, müssen wir die halt abknallen, ne? Sekunden. 10 Sekunden bis Einschlag. Feindliches Schiff getroffen. 20 Sekunden. Schwere Schäden. Schiff getroffen. Oh, schade. Okay, die sinken. Sie gehen unter. Geil. Aber die kommen da nicht mehr weg. Ja, dann können wir die hier ganz in Ruhe lassen. Das ist auch noch durchgebrochen. Ja, der Penner ist kaputt, man. Oh. So. Wir müssen uns mal von der Seite nähern. Voraus. Herr Kaloin, eingehendes Funktelegramm. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Ja, sie muss mich senden. Vor drei Bewässern. Hey, 1,5 Meter. Vor drei bewässert. So, wir cruisen mal los. Und dann wollen wir die mal richtig schön von der Seite erwischen, ne? Die bewegen sich nämlich kein Millimeter. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Kleine Fahrt voraus. Lass sie uns erfinden, ne? Herr Kaloin, feindliche Schiffe machen sich gefechtsbereit. Die machen Wasserbomben werfen. Glaub nicht, dass sie so weit werfen können. Eingehendes Funktelegramm. Schneller, schneller. Ja, die sitzen halt ziemlich umpräsentiert, ja, die Armen. Oh. Alle, die kriegen jetzt noch den Motor gefixt, aber das glaube ich nicht. Mal einen vernünftigen Winkel hinkriegen. Zielposition erreicht. Also wirklich, so geht das? Hm. Dann sind wir bei 0 Knoten, ne? Go. Los. 40 Sekunden bis Torpedo-Einschlag.
Ja, die haben halt alle die sehr bescheidene Pistole 1. Die kannst du eigentlich voll knicken. Die müssen wir direkt beim nächsten Mal erforschen. Die Pistole 2, die ist viel besser. Der T3 ist natürlich noch viel besser. 10 Sekunden bis Einschlag. Aber das sieht ganz gut aus, wenn er jetzt gleich noch explodieren tut. Fehlschuss. Schuss aus, ne? Alle Maschinen stoppen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Langsame Fahrt voraus. Dann gucken wir mal, wie die hier untergehen. Vielleicht kennt er die ja. Dann tu es doch! Quatsch mich nicht voll, Funkraum besetzen. Sie gehen unter. Und die sind auch weg. Nice. Oh, es gibt schon mal ein bisschen Geld für uns. Da ist er doch eigentlich. Schrauben. Nein. Ich sehe keine Schiffsschrauben. Funktelegramm gesendet. Das Ding hängt immer noch so halb im Wasser. Hä? Was ist jetzt? Hä? Ist das Spiel jetzt gerade aufgehangen oder was? Ich hatte ja noch danach gespeichert, ne? Das Spiel jetzt echt abgestürzt? So den Eindruck. Okay. Das ist neu. Ne, doch nicht. Hä? Was passiert? Sichtkontakt. Sichtkontakt zu wem? Funktelegramm gesendet. Hä, was passiert hier? Herr Kapitän. Kannst du mal eben eine Sache machen? Bestätige. Schnappst du die Dinge? Oh, wir machen die Tiny immer voll. Nicht noch. Ah. So. 4, 6. Da. 11. Ja, passt. Gut. Das war ja sehr merkwürdig. Gut, okay. Leute. Aber tauchen werden wir beim nächsten Mal. Die Folge ist leider vorbei. Ich speichere hier nochmal. Und dann. Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und ein riesen Dankeschön geht raus an meine monatlichen Kanalunterstützer Gerd Lorenei, Sascha Teves, Ist halt so, Nageltermin, Hate und Du und Stefan Freunde. Riesen Dankeschön. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.